Willkommen zurück, meine lieben Freunde. So, Nacht des Gewitters. Ich habe mir eben noch mal schnell umgestellt, damit ich hier wenigstens ein bisschen was sehen kann. Ja. Weil wir jetzt erstmal. Ich bin nicht so irre wie andere Jobber und hack in der Nacht Holz. Ich suche lieber ein paar Steinchen und denke mal über ein paar Dekorationen nach. Ein paar Stehlampen. Boah, jetzt pisst es aber wirklich voll. Ein Feuerchen dürfte gut tun. Ja. Bisschen kalt. So, schnell mal einen Schluck trinken. Werbung für Sky. Können uns mal einen Essengutschein da lassen. Dankeschön. Ich trinke Tomchi Tom. Trinkt ausschließlich nur Ja-Produkte von Sky. In jeder Stadt erhältlich. Wäre dann erledigt und ja, die Idee ist da eben halt. Ich glaube, ich mache das auch. Oh, Licht, ey, hallo. Licht. Ich mache das erstmal so. Was habe ich gemacht? Genau, gar nichts. Habe ich überhaupt was gemacht? Kann mir mal erzählen, wo ich die Mauer hingestellt habe jetzt? Warum sollte ich eine Mauer hinstellen? Freunde, Alter. Warum ist das hier das Feuer aus jetzt immer? Es wäre. Oh, es ist schön warm. Ups, auf. Das will ich hier gar nicht hinhaben. Das finde ich jetzt echt total scheiße, dass es hier steht, ehrlich gesagt. Das nervt mich auch übertrieben an, wirklich. So. Ich werde jetzt nicht den Fehler nochmal machen. Das ist wieder. Ne, ihr wisst schon. Man soll es jetzt erstmal so aussehen. Später, wenn ich das Dach fertig habe, neu. Also nicht genau hingucken, Freunde. Was ist denn das hier? Kann ich das nicht wegmachen hier? Bleibt das jetzt so stehen? Einfach Stein? Was hätte das für einen Sinn? Wie so ein kleines Mäuschen aus dem Loch rausgucken. Ist die Katze da? Ist die Katze da? Will ich ja nie die Katze. Sie singen aber auch in der Nacht, ne? Das Problem ist, es hört sich gar nicht mal so weit weg an. Da ist der eisige Berg im Hintergrund. Die haben eine Axt, die, guck mal.
Nicht hier auf der Seite. Ehrlich gesagt mega froh, dass ich das jetzt ausgeschaltet habe, dass mir hier die Wette kaputt haut. Was ist denn das nicht? Also das ist ja aber schlafen. Ich kann immer schlafen gehen. Da wollte ich noch gar nicht trainieren. Dann ist es also einfach nur eine Axt gewesen, eine schwere Axt hier. Fresse das Bein. Oh ja, Wasser drin. Was sind noch da? Das habe ich nicht ablenken lassen. Ätzend, habe ich mich super hart ablenken lassen. Ich glaube, die ist mehr tot als lebendig. Alter, Freunde. Alter, es ist aber auch eine Nacht, ne? Ich darf hier noch nicht ins Bett gehen. Die habe ich so schön eingekesselt da, die Lady gerade eben. Es wäre töricht, einfach dahin zu laufen. Da hast du drei Kannibalen, die vorhin flüchten. Beziehungsweise die am Endeffekt waren es nicht drei. Eine kam mir noch mit einer Fackel aus dem Dschungel, hätte ich beinahe gesagt. Zurück.
Frage ist, welche von denen? Ich habe sie gerade gehört. Sie sind da oben. Mit der Lady zusammen. Ja, das ist die Dreiergruppe von eben gerade. Sehr gut. Dann lass uns doch mal ein bisschen durch die Tür abmoschen. Die Nacht ist gleich schon wieder um, Alter. Ich kann Kuchen gar nicht hinlegen. Jetzt ziehe ich das jetzt so durch. Werde aber nochmal meine Besuche jetzt los. Ich werde wirklich erstmal Holz sammeln. Abgehauen. Feige Bastarde. Jungs und so. Komm runter zu mir. Wo ist denn aber andere? So, Freunde, warte mal hin. Ich muss mal ganz kurz eben die Einstellung zurückstellen. Ich weiß nicht, warum das bei mir so ist, dass es so ist, wie es ist. Das sind, glaube ich, andere, ne? Das ist eine andere Gruppe. Dass ich das hier nicht wegmachen kann, wie ätzend eigentlich, oder? Ich soll mich jetzt auch hier nicht alle nerven, ich will hier gleich Holz hacken. Also wenn ich das bewerfe, dann stirbt es und welches anpickst du nicht, oder? Okay, das war mir jetzt weggelaufen. Ich warte nochmal, bis es richtig tags wird. Und dann werde ich mein Essen zu holen. Also zu essen, zu jagen, beziehungsweise erstmal zu hacken, dann anzubauen und dann. Oh, wie viele sind das? Oder? Es sind zwei, die kann man ja wohl schaffen, ne? Aua, 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 ihr Missgeburten, Alter, ehrlich. Natürlich kommt noch ein Dritter dazu. Der ist tot. Das letzte Kichern. Ja.
feiges Pack, ey. Selten ist meiner hier bleibt, um den Kampf komplett auszutragen. Das ist ein anderer. Ach da. Was denn? Den treibt er aber auch mehr gut rum, ne? Ja, tagsüber sollte hier eigentlich weniger los sein. Habe ich gehofft. Erstmal wird die jetzt verbrannt. Auch schon bei 16 Minuten. Oh, 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 oh. Ich kann mir das Video nicht angucken von dem guten Tommy. So, jetzt esse ich ein Bein, wollte ich gerade eigentlich sagen, aber. Jetzt esse ich ein Bein. Oh. Ich habe wenig Stoff, deswegen müsste ich eigentlich mal auf Reisen gehen. Vorrat ist mehr als voll. Schluck Wasser trinken wir. Axt raus, Waldmannsheil. Doch mal los. Also lässt doch mal los. Lässt doch mal los jetzt, hör mal. Lässt mal los. Du musst doch mal loslassen können. Nein, mit Schlitten, Alter. Meine Fresse. Handy. Halt die Schnauze. Hier gibt's keine Handys im Wald. Was macht der Baum da eigentlich? Und jetzt platzt er. Mann. Ey, 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 ah. Ist das witzig oder so? Oh. Das ist nur einer, oder? Alle hier nur den Bolz fest. Hey, du
Das war einer von meinen Jungs, die ich noch nicht getötet habe. Er kam zurück. Er wollte Sander bringen. Welch edler Mann. Aber wohin hat's ihn gebracht? In meine Vorratskammer. Denn jetzt fange ich an, Kannibals essen. Konditionell am Arsch. Ja, das finde ich eigentlich ziemlich geil. Die gehen kurz flüchten irgendwo hin. Kommen aber wieder. Und das finde ich sehr, sehr cool. Weil es manchmal doch ziemlich ärgerlich ist, wenn man einen Kannibalen dann irgendwo auf der Strecke liegen lässt. Weil sie sind doch Knochenspender. Eigentlich sollte das in diesem Update mit diesen Steinen. Kleinen Stein soll man eigentlich gedrückt halten, um die einzusammeln. Damit man die nicht aus Versehen einsammelt. So der Update-Plan. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Ja, das ist voll, glaube ich. Okay. Dann werde ich die jetzt mal so rüber. Ist das Dach fertig? Nein, ist das super cool. So, genau, ich muss aber trotzdem die anderen durch die Tür. Die anderen Hölzchen hier rüberholen. Schon wieder auf dem Bildschirm gerotzt, Alter, ist das eklig. So. Der Schlitten bleibt da stehen. Der läuft nicht weg, der fährt keiner weg. Am besten eigentlich viel mehr gut. Ist nachher auch unlogisch, ne? Wenn man. Oder unreal. Ich meine, yeah, egal. Sauber gefangen, Alter. Ey, wer auch immer mir das zugeworfen hat, das war Teamwork, eindeutig. So. Kann ich jetzt beruhigt hier mal. Entschuldigung, ich dachte, das hat nicht gehört. So viel Kohlensäure im Bauch. Könnte ich auch nochmal gut irgendwie. Oh, ich wollte gerade sagen, nur der eine. Nee, da kommt gleich eine ganze Horde, Alter. Oh, fuck. Bin ich zu Hause. Yeah.
Kannibalen, ihr braucht nicht anzuklopfen, ist keiner zu Hause. Ich werde euch gewiss nicht aufnehmen. Noch eine Tür einbauen. Schub. Das ist verkehrt. Schub, schub. Schub. Tür. Rutsch. Wieso bin ich? Wieso geht das nicht hier? Boah, der wieder wird. Geht das doch nicht? Warum ist das denn jetzt gerade? Das ist ja voll spackig. Wenn das jetzt nicht gehen würde, würde ich das voll mega scheiße finden irgendwie. Sonnenfrotzkram, ey. Würde ich voll mega spackig finden, warum soll das jetzt nicht gehen? Oder? Wieso ist das denn so schief, Mann? Was soll denn der Scheiß? Finde ich das mega kacke. Doch. Oh, naja, musste ich ein paar Stäbe so hinstellen. Aber von innen allerdings. Na komm, oh, echt jetzt? Das sieht ja sowas von scheiße aus, Alter. Ehrlich. Das kann ich doch niemandem erzählen, dass es toll ist. Ui. Ja, das sieht doch kacke aus, einfach. Das sieht doch mega scheiße aus. Was ist das hier? Okay, die wichse hier nicht weg. Das will ich auch nie erschrecken. Was soll das? Das baue ich außerhalb der Auf. Oh, außerhalb. Ich gehe ins Bett, wenn es abends wird. Ich habe keine Steine mehr. Und dann reiße ich die Tür hier wieder ein oder stelle ich mir da irgendwas anderes hin. Dann ist das nun mal so. Das gebrummt und gesund. Thank you.
Achso. Sehr schön, der kann ja weg. Habe ich mir hier so vorgestellt, dass ich dann. Aber mal hier so Spinne aufstellen. Genau hier, aber es ist kalt, dass man da durchkommt. Mal hier so eine Ecke. Soll aber nicht da hochgehen. Warte mal. Na komm, ein Stück runter. Also. Oh, komm schon. Oh, nicht zwei. Komm, 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 komm. Jetzt mach hier nicht so. Hickhack draus, was soll denn das? Mann, hör auf jetzt. Das ist Kacke. Hör auf. Muss das mal bleiben. Das könnte funktionieren, das würde vielleicht gut aussehen. Und hier auch noch eine Decke. Was hat er jetzt gemacht? Müsste da irgendwie noch oben so ein Hirschschädel drauf oder so. Auf jeden Fall muss da irgendwie mehr drauf. Also, das oben so offen ist natürlich ein bisschen Sünde. Aber eigentlich so, wie ich mir das vorgestellt habe, ich finde es eigentlich mega. Das sieht natürlich hier mega scheiße aus. Wieso kriege ich den Witz hier nicht weg? Komm. Das ärgert mich hier auch. Super doll einfach. Na, weil das so reinpassen würde. Das passt einfach so nicht hin. Ist natürlich sehr viel produziert alles. Von dem Spiel hier. Was ist denn das? Wieso habe ich denn. Hab ich, ach, hier habe ich die Mauern so leicht auseinandergezogen. Okay, na gut. So, das habe ich gebaut. Jetzt wollte ich hier eine Treppe hochbauen. Fallen, großer Fall, das wird uns auch fast befallen. Ist freie Bäume. Ja, eine Treppe. Und. So mitten im Raum rein, oder? Das kann man nicht im Raum stehen lassen. Gab es nicht die Möglichkeit. Das ist doof. Ich das denn jetzt so angehen lassen? Gucken wir so. Achso, ich wollte schnell hochlaufen. Geht natürlich erstmal nicht, weil es steht nicht da. So gefällt es mir schon fast. So, jetzt könnt. 34. So, Freunde. Alles muss mal ein Ende haben, ne? Auch diese Folge. Also, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Aber ich fand die Folge mega gut. Bis zum nächsten Mal. Und